zu Hause die Bilanz kompastisch. Seit 12 Heimspielen ungeschlagen als einziges Team in diesem Jahr 2014. Noch ohne Niederlage im eigenen Stadion. Und auch heute wollen die Rapidler die Innsbrucker quasi auffressen, bestürmen. Und stürmisch ist es auch hier vom Wind her. In jedem Fall, Gott sei Dank, weint der Himmel nicht dazu, so wie es gestern der Fall war in Wien. Ist als Gast. Sonne ist da, die Schiedsrichter auch. Ja. Ups. Ja, bleibt so. Macht es gut. Die beiden Kapitäne, Steffen Hofmann und der scheidende Lukas Hinterseher. Bleibt den Innsbruckern auch gar nichts anderes übrig. Nicht zu meckern, nicht zu weinen, auch wenn ein Roman Wallner nicht mit von der Partie ist. Feierte er vor 14,5 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Bitter für ihn, denn wahrscheinlich seine beste Bundesliga-Zeit, die verbrachte er hier bei Rapid. Rapid festigt damit Platz 2. Jetzt müssen die Hütteldorfer nur mehr hoffen, dass Salzburg Cupsieger wird. Ganz überraschend wäre das nicht, wenn die Bullen das schaffen. Ja, und dann könnten die Hütteldorfer später einsteigen in die Europa League. Würden diese lästigen Qualifikationsspiele, die viel Zeit, viel Kraft kosten, wenig Geld bringen, wegfallen. Grozorek, Doppelpass mit Schaub. 3 Minuten gibt es noch drauf. Minuten im ehrwürdigen Hanapi-Stadion, auch für die Rapidler. Grozurek. Nicht schlecht. Ala. Und dann steigt wieder auf den Ball. Gründler, Vorteil. Nein, wird abgepfiffen. Schimmelsberger sieht nämlich gelb. Aber da hätte man auch Vorteil geben können. Bespricht Hauser auch mit Ozan. Hauser hat im ersten Spiel in der Südstadt getroffen. Was heißt getroffen? Er wurde angeschossen und der Ball war dann im Netz. Da begann die Saison so gut für den FC Wacker. Nochmals die Chance von Ala mit dem Meniskus. Holt Schober diesen Ball heraus. Da gab es einen 2:1 Auswärtssieg. Tja, und heute die letzte Reise nach Wien, bevor es dann mit dem Lift nach unten geht. Einen Stock tiefer in die heute für morgen Liga. Schade um diesen Traditionsverein, schade um dieses Stadion. Einfach schade. Stadion meine ich, das Innsbrucker Stadion, und ich hoffe, dass die, und das werden sie sicher bekommen, die Rapidler ein schmuckes Neues bekommen werden. Macht den Fans Spaß, macht den Spielern Spaß. Grozurek macht es auch Spaß. Schober. Burgstaller. Grozurek. Bald ist auch die
Nachspielzeit um, das macht er noch schön. Aufs lange Eck gezirkelt. Schober bekommt heute nur zwei Tore. Zwei Gegentore, zuletzt drei, aber das ist es nicht, was die Entscheidung gebracht hat. Die Niederlage ist es, aber nicht nur die Niederlage der Innsbrucker, sondern der Sieg der Wiener Neustädter. Das ist es. Edom Wonci hatte eine sehr gute Szene, als er Milosevic freispielte. Der hatte die einzig dicke Chance. Tja, es ist bitter, jetzt ist es Gewissheit. Gründler, auch er fehlte der Mannschaft einige Zeit. Gab viele Verletzte bei den Innsbruckern. Djokic, der stellte sich zweimal selbst frei, einmal mit Gelbrot und einmal mit einer glatten roten. Schilling schaffte letztes Jahr noch mit Innsbruck und mit seinem Tor das Unmögliche, nämlich den Klassenerhalt in Wolfsberg. Dieses Jahr hätte das Wunder noch größer sein müssen, es blieb aber aus. Jeftic, auch er fehlte den Innsbruckern sehr lange. Er wäre ein Spieler gewesen, der hätte der Mannschaft gut getan. Ein Lukas Hinterseher wird Innsbruck verlassen. Und auch einige andere werden wahrscheinlich gehen. Obwohl zum Beispiel bei Bergmann die Option gezogen wurde. Bitter, dass Lukas Hinterseher bereits nach 20 Minuten runter musste mit Knieproblemen. Auch wenn er den Verein verlässt, es wird ihm wehtun. War der Aufsteiger dieses Jahres. Hat sich zum Nationalspieler hochgearbeitet, zum Torjäger in den Reihen der Innsbrucker. 13 Tore erzielt, Führungsspieler, Kapitän. Was für ein Jahr für Lukas Hinterseher. Trotzdem bitter, dass die Mannschaft absteigt. Er wird seinen Weg gehen. Wahrscheinlich wird dieser Weg ihn in die zweite Bundesliga führen. Da sind die Rapid-Spieler, die sich bei ihren Fans bedanken, die heute noch einmal zahlreich gekommen sind, einen Sieg feiern können, das traditionelle Tor auch noch mitfeiern konnten in der Rapid-Viertelstunde. Die Abschiedstournee von Roger Schmidt heute in Wien im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Der Meistertrainer verlässt also Salzburg, geht in die deutsche Bundesliga, kehrt nach Deutschland zurück zu Bayer Leverkusen. Herzlich willkommen zur 34. Runde. Die Sky-Konferenz steht auf dem Programm. Es ist einiges los in der Tipp 3 Bundesliga. Das Trainerkarussell dreht sich so richtig. Und unser Sky-Experte, der bleibt gelassen. Toni Pfeffer. 1:0 gegen Salzburg, ist diese Partie, Andreas Müller, einfach für Rapid wichtiger und wie sehr merkt man das auch? Ich denke, dass wir insgesamt in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Ich glaube, dass wir sehr aggressiv sind. Wir haben eine ganz hohe Leidenschaft auf dem Platz, was auch sein muss, von der Nummer 1 bis zur Nummer 11. Ich glaube, dass wir verdient 1:0 in Führung sind. Wir machen natürlich einen sehr hohen Aufwand. Wir waren jetzt in den letzten 10 Minuten eigentlich zu weit hinten drin. Wir müssen einfach auch wieder für Entlastung sorgen und ich denke, das wird der Zocki dann auch der Mannschaft in der Halbzeit mitteilen. Ja, wie gut stehen die Chancen, dass man heute noch das Saison-Minimalziel feiern kann oder erreichen kann zumindest? Ach, da machen wir uns jetzt keine Gedanken. Wir möchten hier ein gutes Spiel machen, wir möchten das Spiel gewinnen. Wir sind jetzt 1:0 in Führung, aber ich denke, wir dürfen das nicht nur verteidigen, sondern wir müssen weiter unsere Chance suchen, um das mögliche 2:0 zu machen. Und dann sehen wir, was nach 19 Minuten bei uns hier los ist oder auch auf den anderen Plätzen. Barisic Vertrag wurde gestern verlängert. Seit wann ist denn das in Wahrheit eigentlich schon klar, dass das so kommen wird? Ja, wir waren ja schon seit Monaten eigentlich miteinander im Gespräch und für mich stand es außer Zweifel, dass Zocke hier weitermacht. Aber ich glaube, insgesamt nicht nur der Vertrag, sondern auch die Kaderplanung hat einige Zeit in Anspruch genommen. Und
Wir sind jetzt froh, dass der Vertrag unter Dach und Fach ist und wir freuen uns einfach, nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem gesamten Trainerteam in die neue Saison gehen zu können. Und jetzt wollen wir aber noch unseren Startplatz für Europa fix machen. Ja, für die Kaderplanung habe ich auch noch was. Christopher Dibon, interessante Personalie, ein richtiger Rapidler, obwohl er Salzburg gehört. Wann ist er offiziell Rapidler? Ich denke, das wird noch ein bisschen gehen. Also wir werden die Gespräche suchen mit Salzburg. Es gab schon das eine oder andere Gespräch, aber es ist noch nicht so definitiv fix. Wir werden uns sehr anstrengen müssen, dass wir das wirtschaftlich stemmen können. Das ist nicht ganz einfach, aber der Spieler möchte unbedingt zu uns. Wir möchten, dass er bei uns bleibt. Wir hoffen natürlich, dass wir eine Lösung finden können. Spielt Rapid in der nächsten Saison im Happelstadion? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Also es ist klar, dass wir natürlich gerne so schnell als möglich eine Entscheidung treffen wollen, dass wir ein neues Stadion bauen können. Aber ich denke, da muss man auch uns noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, das ist wirklich ein Jahrhundertprojekt für Rapid. Und deswegen muss man da wirklich in allen Details total überzeugt sein. Und das muss alles stehen. Und wenn es dann soweit ist, werden wir es auch zügig bekannt geben. Das Happelstadion hat eine Laufbahn. Das hat insofern den Vorteil, dass die Deppen mit ihren Wurfgeschossen nicht so weit reinkommen. Was sagen Sie denn zu denen? Ja, ich denke, das, was vorhin passiert ist auf dem Platz, das gehört einfach nicht zum Fußball dazu. Das wissen wir, aber wir werden und wir haben auch schon Maßnahmen ergriffen in der Vergangenheit. Aber man kann immer nur wieder appellieren. Es sind Einzelne, die dann mal ein bisschen austicken. Das ist nicht schön, das gehört nicht zum Sport dazu. Wir wollen jedes Mal ein tolles Fußballfest haben mit sicherlich viel Emotion. Aber die Dinge, wo es dann um Verletzungen geht oder wo es einfach nicht zum Fußball gehört, das wollen wir nicht haben. Andreas Müller, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke auch. Also, da übrigt sich ohnehin jedes weitere Wort, was da passiert ist am Spielanfang im Hanapi-Stadion, als Stefan Ilsanker offensichtlich von einem Gegenstand getroffen wurde. Da darf man, oder ich will gar keine Worte mehr verlieren, weil das ist ohne Diskussion, das sind Aktionen, die haben überhaupt nichts verloren am Fußballplatz. Und hier muss man rigoros durchgreifen. Ja. Dabei erwischt Salzburg in Weiß und Rot den besseren Start, dominiert die Anfangsphase. Wir sind in Minute 7. Sadio Mané, gefoult von Christopher Trimmel. Für Trimmel die 9. gelbe Karte in dieser Spielzeit. Damit verpasst er das letzte Heimspiel gegen Innsbruck in der kommenden Runde. Vor dem Freistoß wird dann Stefan Ilsanker von einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen. Meine Güte, die Einzeller sterben nicht aus. Freistoß dann, und der ist gar nicht mal so schlecht, von Kapitän Jonathan Soriano. Das war es aber auch schon mit den Salzburger Möglichkeiten, trotz Spieldominanz. Viertelstunde rum, erster Eckstoß Rapid. Steffen Hofmann, Terence Boyd, 1-0, Grün-Weiß. 12. Saisontor für Terence Boyd, das 7. mit dem Kopf, das ist Ligaspitze. Aber was war da mit der Raumdeckung der Salzburger los? Ramaljo springt irgendwo hin. Beuth gewinnt ein Kopfballduell gegen Klein, das man eigentlich gar nicht als solches bezeichnen kann. Mit dem Führungstreffer im Rücken Rapid jetzt wesentlich zielstrebiger und auch mit mehr Spielanteilen und dem nächsten Abschluss durch Dominik Widra. Salzburg verfällt ins selbe Tempo. Dann nimmt einmal Ulmer Fahrt auf, bringt den Ball noch zur Mitte, aber Kampel bringt die Kugel nicht im Tor von Nowota um. Eine halbe Stunde zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dann zwei Abseitsentscheidungen gegen Sadio Mané. Die erste war ich nicht im Zweifel für den Angreifer. Die zweite schlichtweg falsch von Clemens Schüttengruber. Auch so werden Salzburger Angriffe, die vielversprechend ausgesehen haben, schon im berühmten Keim erstickt. Wir sind schon kurz vor dem Seitenwechsel. Hofmann auf Sabitzer. Guter Abschluss. Knapp vorbei. Sabitzer, der in zwei der bisherigen drei Saisonduellen mit dem Meister getroffen hat. Pausenstand 1-0. Das Kopftor von Terence Boyd macht nach 45 Minuten den Unterschied. Bei Salzburg kommt in der zweiten Hälfte Lazaro statt des blassen Leitgeb, aber die ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte gehören Rapid. Beuth gegen Hinteregger, der nach Gelbsperre zurück im Line-Up ist. Rapid fordert da kurz Elfmeter, aber da ziehen beide, Beuth und auch Hinteregger. Schiedsrichter Muckenhammer lässt weiterspielen und das ist wohl auch gut so.
Wenig später auf der anderen Seite eine ähnlich prekäre Situation. Soriano in den Lauf von Mané, der hebt ab. Aber es ist weder ein Foul noch eine Schwalbe. Auch hier die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, einfach das Spiel laufen zu lassen, es mit Torabstoß fortzusetzen. Kein Kontakt, aber Mané fällt da auch nicht freiwillig am Schluss an seinen Sprung zu Boden. Salzburg jetzt mit Berischer statt Ilsanker und plötzlich präsenter in der Offensive. Schrammel mal weit weg von Kampel, die Hereingabe gut, Mané artistisch und dann ja, Alan mit der Pflichterfüllung. 25. Saisontor, der erste Schuss der Salzburger, der auch wirklich auf den Kasten von Jan Novota kommt, ist die Minute 68 drinnen. Sowohl Thibon als auch Sonnleitner haben da nur Soriano im Blick. Alan steht ganz allein und hat beim Abschluss keine Mühe. Dann dieses Foul von Thibon an Lazaro. Thibon muss raus aus dem Spiel. Bluterguss im Knie, Zerrung, hoffentlich nichts Schlimmeres. Der anschließende Freistoß, Soriano zum 15. Mal trifft Salzburg in dieser Saison. Metall, so oft wie kein anderes Team der Liga. Die Salzburger wirken jetzt frischer, wirken dynamischer, haben das Spiel im Griff. Aber Rapid kommt in eine Kontersituation. Der eingewechselte Schaub auf den eingewechselten Ala. Da ist Terence Boyd und der hat nicht nur Köpfchen. Entgegen dem Spielverlauf in der Endphase 2-1 für Rapid. Dritter Saison-Doppelpack von Terence Boyd, der schon zuletzt in Grödig zweimal getroffen hat. Deli Ala 51 Sekunden statt Steffen Hofmann im Spiel. Erster Ballkontakt, erster Saison. Es ist alles schien auf einen Salzburger Sieg in der Schlussphase rauszulaufen. Es kommt genau umgekehrt. Roger Schmidt verliert sein letztes Spiel im Gerhard-Hanapi-Stadion. Aber was für eine Woche für den anderen Trainer, für Zoran Barisic. Erst ein neuer Vertrag, jetzt ein Sieg gegen den Meister und als Höhepunkt noch ein Interview bei Jörg Kühne. Wie viel Mühe hat sich Rapid heute gegeben? Sehr viel Mühe. Also meine Mannschaft hat alles gegeben. Wir haben gegen eine sehr, sehr starke Red Bull Salzburg-Mannschaft gespielt. Das haben wir auch vor dem Spiel gewusst. Es war heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, kein leichtes Spiel für uns. Salzburg hat sehr, sehr viel Betrieb gemacht. Ja, trotzdem sind wir für unsere Mühen oder die Spieler sind für ihre Mühen schlussendlich dann doch belohnt worden. Das freut mich natürlich sehr. Trifft nur mal bald? Nein, es werden auch andere Spieler wieder treffen. Heute war es der Terence, Gott sei Dank. Wir vergönnen es ihm alle. Hat sich aufgerieben, auch für die Mannschaft, so wie jeder einzelne Spieler auch. Mich freut es auch, dass der Deli Ala den Assist geleistet hat. Ja, wie gesagt, in erster Linie steht immer der Erfolg der gesamten Mannschaft im Vordergrund. Zum zweiten Mal ein Doppelpack von Terence Boyd, ein zufriedener Rapid-Trainer. Wir haben gehört, dessen Vertrag um ein Jahr verlängert wurde. Und die Mannschaft seit 9 Bundesligaspielen ungeschlagen, zu Recht wohl im Europacup. Ja, also da wird nichts mehr passieren. Aufgrund der Tordifferenz schon gar nicht mehr einzuholen vom vierten Platz aus. Und ja, Zogi Barisic hat kontinuierlich die Mannschaft weiterentwickelt und sie sehr erfolgreich gemacht. Und der Trainer des Gegners, der Meistertrainer Roger Schmidt, heute mit einer Niederlage und danach bei Jörg Kühne mit den Antworten. Roger Schmidt, der Salzburg-Trainer, der seine Spieler immer liebt. Roger, heute auch? Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Also ich glaube, dass wir heute ein Spiel verloren haben, was wir niemals verlieren durften. Ich glaube, dass gerade in der zweiten Halbzeit Rapid quasi noch in der eigenen Hälfte sich verbarrikadiert hat. Eigentlich, ich glaube, einmal bei uns in der Hälfte war und da haben sie das Tor geschossen. So hat Salzburg heute sehr spät gestartet erst. Ja gut, es ist, weiß ich nicht, ob wir spät gestartet sind. Ich glaube, das war immer halt ein sehr kampfbetontes Spiel, wie immer hier bei Rapid. Und da muss man erstmal die Zweikämpfe annehmen. Das haben wir versucht. Haben, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Fehlten sicherlich auf beiden Seiten so die klaren Torschancen. Ich glaube, dann nach der Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt. Haben wir eigentlich nur noch wir gespielt und Rapid wirkte nach hinten raus sehr müde. Aber wir haben es eben halt nicht ausgenutzt, weil wir einfach im letzten Drittel nicht gut genug waren und den vielen Ballbesitz in klaren Torschancen umgemünzt haben. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man zumindest hinten keinen Fehler machen. Das haben wir auch nicht geschafft und das haben wir verloren. Das Hanapi-Stadion mittlerweile ziemlich leer. Wird es Ihnen fehlen?
ist schon eine tolle Atmosphäre hier in Rapid. Aber wie gesagt, richtig genießen kann man es natürlich nur, wenn man ein Spiel gewonnen hat. Einmal noch zur Zukunft. Wen wollen Sie denn mitnehmen von Salzburg? Frage können Sie sich selber beantworten. Ich sage Campbell, Ramaljo, Manet. Alle top, alle Spieler, alle langfristige Verträge. Also von daher sind alles Spieler, die helfen werden, dass Red Bull Salzburg im kommenden Jahr die Champions League erreicht. Dankeschön. Roger Schmidt, er weiß natürlich über die langfristigen Verträge seiner Spieler, aber die Frage ist ja vielmehr, ob diese Spieler die Qualität haben für die deutsche Bundesliga, und deutsche Bundesliga-Vereine haben wohl auch die finanziellen Möglichkeiten, Spieler aus Verträgen rauszukaufen. Oder? Aber dafür gibt es natürlich auch die Verträge. Und wenn Didi Mateschitz oder eben der Herr Rangnick nicht wollen, dass diese Spieler weggehen, dann wird es auch so bleiben. Ja. Absoluten Breaking News. Und zwar in Bezug auf die beiden Trainer. Bei Rapid hat man den Weg von Zoran Barisic weiter verlängert und bei Salzburg verabschiedet sich, das ist auch bekannt geworden vor dem Spiel, der Erfolgscoach Roger Schmidt Richtung Leverkusen. Ja, dass sein letztes Spiel gegen Rapid nicht von Erfolg gekrönt war, hat möglicherweise mehrere Gründe. Einer davon heißt aber mit Sicherheit Terence Boyd. Gestern Wien-Hütteldorf, 20.52 Uhr. Die letzte Ballberührung im Spiel gehört dem zweifachen Torschützen. Danach aus, Schluss, vorbei. Rapid bezwingt den Meister mit 2:1. Emotionen und Erleichterung. Nur so, danke schön. Ich war einfach froh, dass wir das über die Bühne gebracht haben. Die Kulisse für die Bühne ist perfekt. 17.200 Fans im ausverkauften Hanapi-Stadion. Dort könnte bereits im Sommer mit dem Bau der neuen Arena begonnen werden. Gestern wird noch in der alten gejubelt. Erstmals in Minute 15. Beut nach Hoffmann-Ecke mit Saisonkopf der Nummer 7, damit der Beste in der Liga. Er ist sehr aufgerieben für die Mannschaft, hat für die Mannschaft wieder alles gegeben und es sei ihm vergönnt, dass er heute der Matchwinner ist für uns. Aber nicht nur Beut ist Matchwinner gegen das beste Team der Liga. Die Szene, die vor dem 1:0 zur Ecke führt. Salzburg wie gewohnt mit Gegenpressing, Rapid perfekt organisiert. Der Pass in die Schnittstellen wird immer wieder durch den gestern überragenden Sonnleitner abgefangen. Hier mit sehr gutem Stellungsspiel und Absicherung. Ja, wir haben die ganze Woche darauf hintrainiert. Aber wir wissen ja mittlerweile schon, wie Salzburg spielt. Das ist das vierte Match in der Saison. Und wir haben unglaublich schnelle Spitzen, unglaublich spielstarke Spieler vorne. Und da müssen wir die Mitte schließen, versuchen, so eng wie möglich den Raum zu halten. Ihnen kann Raum geben fürs Fußballspielen. Mit Lösen der Pressingsituation ergeben sich dadurch immer wieder Räume für Rapid. Beuth kann mit nur einem Zuspiel gleich drei Salzburger aus dem Spiel nehmen. Für den ballführenden Hoffmann gibt es so dann mehrere Optionen, den Ball zu spielen. Hoffmann entscheidet sich für Sabitzer, der den vorhandenen Raum für eine Flanke nützt. Hinteregger klärt zur Ecke, daraus folgt die Führung für Rapid, gleichzeitig der Pausenstand. In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften zu viel mit hohen Bälle agiert und das haben wir in der Halbzeit besprochen. Da haben wir gesagt, wir müssen mehr im spielerischen Bereich investieren, das haben wir auch gemacht und dann haben wir gesehen, dass wir dann einfach auch überlegen sind. Überlegen, weil mit Lazaro statt Leitgeb und später Berischer statt Ilsanker zwei offensivere Mittelfeldakteure eingewechselt werden. Es fehlt jedoch der letzte Nachdruck. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem, dass wir einfach schon extrem viele Spiele in den Knochen haben und dass da einfach die letzten paar Zentimeter dann fehlen, was wir vorher geschafft haben. Dennoch darf Robert Schmidt bei seinem letzten Auftritt in St. Hanapi in Minute 68 einmal jubeln. Weil die Müdigkeit vergessen ist und Spritzigkeit gezeigt wird. Campbell mit Platz und scharfer Hereingabe, Mané reaktionsschnell und Alain schnörkellos. Drimmel hingegen ein wenig orientierungslos. Das Problem war, ich habe den Ball nicht gesehen. Die Flanke war so tief, ich habe den so spät gesehen. Und ja, es ist natürlich bitte, ich probiere dann das Tor zuzumachen, er legt zurück. Und wie gesagt, sowas passiert im Fußball. Aber ja, gewonnen ist gewonnen. Auch weil Zoran Barisic 7 Minuten vor dem Ende Deni Alla kurz vor seiner Einwechslung etwas mit auf den Weg gibt. Ich habe dem Deni gesagt, wir werden sicherlich noch die eine oder andere Konterchance bekommen. Da müssen wir Ruhe bewahren, da brauchen wir die jetzt. 90 Sekunden nach dieser Anweisung berührt Alla erstmals den Ball. Seinen perfekten Pass verwertet Beuth ebenso perfekt. Gezeigter Jubel im Hanapi-Stadion. In sich gekehrter Jubel auf der Betreuerbank. Und Terence Boyd, dabei Saisontreffer Nummer 13, mit neuer Ruhe beim Torabschluss aufzeigt. Anfang Januar
sind die Kollegen Alar, Burgstaller, Sabitzer und ich halt, wie gesagt, vor und fast nach jedem Training machen wir mit Carsten Janke halt extra Torabschüsse und halt Ballannahmen und genau solche Szenarien spielen wir durch. Und das hat jetzt heute, wie das Janke gerade eben noch nach dem Spiel zu mir gekommen hat, gesagt, das ist es halt. Genau das war halt dieses Szenario und es super, dass es so geklappt hat. Repetition is the father of learning, sagt man ja. Wir haben das jetzt so oft durchgespielt, jetzt habe ich den gut getroffen dann natürlich. Rapid gegen den Meister in dieser Saison. 2 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Und Roger Schmidt, nur gegen Grün-Weiß ist seine Bundesliga-Bilanz negativ. In 8 Spielen nur 2 Siege, hingegen 4 Niederlagen. Doch das ist für ihn Geschichte. Die Zukunft heißt Bayer Leverkusen. Roger Schmidt betritt gestern zum letzten Mal das Hanapi-Stadion in seiner Funktion als Bullentrainer. Seine Beweggründe für den Wechsel sind eindeutig. Natürlich ist der Grund der Verein Bayer Leverkusen. Also ich glaube, dass Bayer Leverkusen zu einem der besten Vereine in Deutschland zählt in den letzten Jahren. Sehr häufig Champions League gespielt hat, sehr häufig eben halt unter den ersten 5 in der Bundesliga war oder fast immer in den letzten Jahren. Und ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, da eben halt als Trainer hinzugehen, auch eben halt die Aufgabe hat, dann eine gewisse Art von Fußball mitzubringen und der auch gewünscht ist. Und ja, dann kann das natürlich für mich als Trainer natürlich eine große Herausforderung sein. Das Problem war natürlich, dass ich hier gefühlt auch noch nicht so ganz fertig war oder wir insgesamt als Gemeinschaft noch nicht fertig waren bei Red Bull Salzburg. War natürlich unser ganz großes, oberstes Ziel war, in der Champions League zu spielen. Nur am Ende des Tages musste ich mich entscheiden und die Entscheidung ist dann für Bayer Leverkusen gefallen. Red Bull Salzburg steht für eine bestimmte Art von Fußball. Ich glaube, dass auch ganz Österreich mittlerweile anerkennt, dass diese Spieler, die da auf dem Platz sind, wirklich mit sehr viel Herz und Leidenschaft und sehr viel fußballerischer Qualität versuchen, die Zuschauer zu unterhalten. Wir spielen Fußball für die Fans, für die Zuschauer, die ins Stadion kommen. Wir wollen nicht einfach irgendwie Spiele gewinnen, sondern auf eine bestimmte Art und Weise. Es soll einfach schön anzuschauen sein. Und ich glaube, das ist vielleicht der größte Fortschritt, den wir erreicht haben in den 2 Jahren, dass einfach Red Bull Salzburg ein sehr attraktiver Fußballverein geworden ist mit Spielern, für die man gerne ins Stadion kommt. Und genau diese Philosophie soll auch beim deutschen Spitzenverein Leverkusen umgesetzt werden. Man muss die Spieler mitnehmen auf dem Weg, weil ohne große Überzeugung, ohne Bereitschaft, Dinge umzusetzen, extreme Dinge umzusetzen, geht das nicht. Und das ist alles andere als einfach. Aber das ist ein Weg, den man da bestreiten muss. Und ja, ich glaube, dass die Spieler, wenn sie dann irgendwann gemerkt haben, wie dominant man mit dieser Spielweise sein kann, wie man einem Gegner auch überlegen sein kann, wie viel Spaß das auch macht, wie schnell das dazu führt, dass man viele Tore schießt, dass man immer halt aufgrund dieser Tatsachen diese Bereitschaft bei den Spielern wecken kann und am Ende des Tages dann dahin kommt, wo wir heute sind. Aber das ist ein Weg, den man bestreiten muss. Mit ein Grund für seine Weiterentwicklung in Salzburg, Sportdirektor Ralf Ragnick. Ich habe natürlich durch die Zusammenarbeit mit Ralf Ragnick auch als Trainer sehr stark profitiert, weil natürlich die Erfahrung, die er schon in diesen Bereichen gesammelt hat, mir zu 100% zur Verfügung standen. Also von daher, ja, glaube ich, ist das mittlerweile ein Weg, der sich extrem gelohnt hat und der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Nebenbei ist Österreich ein wunderbares Land. Ich habe mich hier mit meiner Familie sehr wohl gefühlt und ja, weiß es zu schätzen. Taschentücher raus, denn hier im Hanapi-Stadion, da spürt man förmlich die Wehmut. Abschied nehmen heißt es hier von diesem Stadion, Ausverkauf, Abschied nehmen von den Spielern. Einer davon, Christopher Trimmel, der weggeht nach Berlin oder einem Branko Boskovic, für den das Spiel heute keine Bedeutung hat. Er kann nicht eingesetzt werden. Muskelverletzung. Sehr bitter für ihn. Hätte sich gerne vor dieser Kulisse verabschiedet. Trimmel ist gesperrt. Also auch er nicht mit dabei. Und es wird wohl das letzte Pflichtspiel sein, das wir hier sehen werden. Im guten alten Hanapi-Stadion. Und vielleicht heißt es traurigerweise auch heute schon Abschied nehmen für die Innsbrucker aus der Bundesliga. Denn heute hilft nur ein Sieg. Und das ist schwer genug, denn
Seit 15 Bundesligaspielen sind die Rapidler ohne Niederlage gegen Innsbruck. Der letzte Sieg, damit man das besser versteht, den feierten die Innsbrucker vor 12 Jahren und 2 Wochen. Allerdings nicht hier im Hanapi-Stadion, sondern im Happi-Stadion. Hier war es schon noch länger her, nämlich 14 Jahre und 4 Monate. Es war der 11. September 1999. Die Rapidler nur mit einer Änderung, die habe ich schon angesprochen. Trimmel ist gesperrt, deshalb Schimpelsberger von Beginn an heute zum dritten Mal, dass er in der Startformation steht. Ansonsten das erfolgreiche Team der letzten Wochen. Seit 9 Bundesligaspielen sind die Rapidler ungeschlagen. 6 Siege, 3 Unentschieden. Zu Hause die Bilanz kompastisch. Seit 12 Heimspielen ungeschlagen. Als einziges Team in diesem Jahr 2014 noch ohne Niederlage im eigenen Stadion. Und auch heute wollen die Rapidler die Innsbrucker quasi auffressen, bestürmen. Und stürmisch ist es auch hier. Vom Wind her in jedem Fall, Gott sei Dank, weint der Himmel nicht dazu, so wie es gestern der Fall war in Wien. Ist als Gast? Sonne ist da, die Schiedsrichter auch. Ja. Ups. Hoppala. Bleibt so. Macht es gut. In der Wien, oder? Ja, macht es gut. Die beiden Kapitäne, Steffen Hofmann und der scheidende Lukas Hinterseher. Und der Schiedsrichter-Trio haben wir auch gesehen. Dominik Uschan, Matthias Winsauer und Michael Baumann. Die Innsbrucker mit einigen Problemen. Da hat sich zu guter Letzt auch noch Löffler und Wallner im Training verletzt. Also die auch nicht mit dabei. Deshalb sieht die Viererkette so aus. Schiedling wechselt auf rechts, Hauser auf links. Djokic kehrt zurück nach seiner Sperre. Kofler ersetzt Hauser im zentralen Mittelfeld. Gründler und Wernitznik an den Seiten und Lukas Hinterseher auf der Position von Roman Wallner als einzige Spitze. Ja, und sehr viel wird es auf ihn drauf ankommen, auf Wolfgang Schober. Er muss ja den gesperrten Schaffer ersetzen. Tat das schon einmal hier im Hanapi-Stadion im Dezember. Da setzte es eine 0-3-Niederlage. Er war noch nicht Trainer, Michi Streiter. Und es bleibt den Innsbruckern auch gar nichts anderes übrig, nicht zu meckern, nicht zu weinen, auch wenn ein Roman Wallner nicht mit von der Partie ist. Immer wieder kommt er zu solchen Möglichkeiten, immer wieder Rapidler frei im Rückraum. Da sind die Innsbrucker nicht aufmerksam genug, stehen nicht eng genug dran. Tja, was soll er noch machen? Er hat gar nicht so viele Alternativen. Nachdem ihm auch Lukas Hinterseher ausgefallen ist, weil er nicht konnte, der machte noch einen Fitnesstest in der Früh, aber sagt, ich komme gar nicht auf Touren, ich komme nicht auf Geschwindigkeit. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht, ihn auf die Bank zu setzen, denn wenn er nicht fit ist, hilft er der Mannschaft nicht. Schiedsrichter Oschan, bisher fehlerfrei, gab es auch keine kritischen Momente in diesem Spiel. Stadion voll, Atmosphäre gut, die Rapid-Fans zufrieden. Ihre Mannschaft führt wieder einmal. Sie ist auch das überlegene Team, aber nicht so überlegen, dass sie die Innsbrucker erdrücken würden. So sehen die nackten Zahlen aus. Denn es gab nur einen Schuss auf das Gehäuse der Innsbrucker. Das war der Kopfball von Beuth und der war drinnen. Zweikämpfe gewinnen die Innsbrucker, also auch die Einstellung passt. Nur das Ergebnis nicht aus Innsbrucker Sicht. Rapid führt nach 45 Minuten gegen Innsbruck mit 1-0. Einfach einmal auf die Szene zwischen Mario Sonnleitner und Bright Edom Wonji. Ihr erster Eindruck, als Sie es live unten am Monitor verfolgt haben, ans Krankel war, 11 Meter, ja. Ich weiß nicht so recht. Ja. Schauen wir mal drauf. Beim ersten Mal, wenn man sieht, kann man 11 Meter geben. Beim zweiten Mal ist es so, dass er ihn wegsperrt. Er sperrt ihn eigentlich ziemlich lang. Also
Wie gesagt, der Schiedsrichter war näher, da kann man Elfmeter geben. Der Schiedsrichter hat es besser gesehen und hat keinen Elfmeter gegeben. Dominik Uschan in dem Fall, aber Sie geben ihm nicht ganz recht. Wem? Dem Schiedsrichter. So hat schon Elfer gegeben auch. Also er sperrt ihm relativ lange. Er stellt den Körper dazwischen, das ist erlaubt. Aber er sperrt ihm sehr, sehr lange, also da hat schon Elfmeter auch gegeben. Das Tor für Rapid dann in der 33. Minute, eingeleitet über die rechte Seite, über Michael Schimpelsberger. Der scheint mit diesem Assistpunkt dann auch schon wieder so richtig schön da zu sein. In dieser Situation kein Foul an Bernitznik, die Flanke auf. Und das sind die Situationen, die Terence Boyd halt unwahrscheinlich gern hat. Das sind gesagt, verdiente Führung von Rapid. Das sind seine Situationen. Also hier setzt der Schimpelsberger gut durch. Der Innsbrucker versucht ihn nur zum Halten. Er lässt sich nicht fallen, läuft weiter, flankt und... So muss ein Mittelstürmer, genauso muss ein Mittelstürmer stehen, genauso muss ein Mittelstürmer springen und genauso muss er köpfen. Der Innsbrucker versucht nun verzweifelt an den Ball zu kommen, aber der Ball ist früher am Ball und köpft, der Tormann hat keine Chance. Und der danke Roland, ja alles Gute an Christopher Trimmel, wohl auch von dieser Stelle. Wird er Ihnen fehlen? Hans Krankl ist doch richtig zum Rapidler geworden, war immer ein Ersatzkapitän. Er ist ein richtiger Rapidler, auch Ersatzkapitän. Natürlich wird er fehlen. Als Abgang, wenn man sieht, dass der Schimpelsberger jetzt auf seiner Position spielt, so kann man froh sein, dass es einen Jungen gibt, der ihn vielleicht auf dieser Seite ersetzen kann. Also noch einmal toi toi toi, Christopher Trimmel dann in der zweiten deutschen Liga. Aber Hans Kranke, wer interessiert sich für nur Spielerverabschiedungen im Hanapi-Stadion? Ein für Sie ganz, ganz wichtiger Mann, der wurde auch verabschiedet heute im Vorfeld dieser Partie. Da kommt er schon, Johnny Ramhab nämlich, die Zeugwart-Legende in Grün-Weiß. Was verbindet Sie mit ihm? Ich denke einiges. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr viel und da muss ich sagen, dieser Abgang ist der einzige Abgang von Rapid, der nicht zu verkraften ist. Das ist eine Zeugwart-Legende und einer der letzten alten Zeugwart, so wie im Fußball sein soll. Und man muss auch dazu betonen, nicht nur er, auch die Frone, seine Frau. Johnny und Frone Ramhab sind bei Rapid, das sage ich jetzt einmal so ganz klar, auch mit Transfers und so weiter nicht zu ersetzen. Das ist der schwerste Abgang für Rapid und die zwei sind nicht zu ersetzen. Beide Mannschaften sind unverändert aufs Spielfeld zurückgekommen. 45 Minuten hat Michi Streiter mit seinem Team noch Zeit, dieses Spiel zu drehen. Ansonsten war es das mit der Bundesliga für die Innsbrucker. Das Wunder muss noch größer werden, wie es noch vor dem Spiel. Schober bekommt heute nur zwei Tore, zwei Gegentore, zuletzt drei. Aber das ist es nicht, was die Entscheidung gebracht hat. Die Niederlage ist es, aber nicht nur die Niederlage der Innsbrucker, sondern der Sieg der Wiener Neustädter. Das ist es. Edom Wonci hatte eine sehr gute Szene, als er Milosevic freispielte. Der hatte die einzig dicke Chance. Tja, es ist bitter, jetzt ist es Gewissheit. Gründler, auch er fehlte der Mannschaft einige Zeit. Gab viele Verletzte bei den Innsbruckern. Djokic, der stellte sich zweimal selbst frei, einmal mit Gelb-Rot und einmal mit einer glatten roten. Schilling schaffte letztes Jahr noch mit Innsbruck und mit seinem Tor das Unmögliche, nämlich den Klassenerhalt in Wolfsberg. Dieses Jahr hätte das Wunder noch größer sein müssen, es blieb aber aus. Jeftic, auch er fehlte den Innsbruckern sehr lange. Er wäre ein Spieler gewesen, der hätte der Mannschaft gut getan. Ein Lukas Hinterseher wird Innsbruck verlassen. Und auch einige andere werden wahrscheinlich gehen. Obwohl zum Beispiel bei Bergmann die Option gezogen wurde. Bitter, dass Lukas Hinterseher bereits nach 20 Minuten runter musste mit Knieproblemen. Auch wenn er den Verein verlässt, es wird ihm wehtun. War der Aufsteiger dieses Jahres,
hat sich zum Nationalspieler hochgearbeitet, zum Torjäger in den Reihen der Innsbrucker. 13 Tore erzielt, Führungsspieler, Kapitän. Was für ein Jahr für Lukas Hinterseher. Trotzdem bitter, dass die Mannschaft absteigt. Er wird seinen Weg gehen. Wahrscheinlich wird dieser Weg ihn in die zweite Bundesliga führen. Da sind die Rapid-Spieler, die sich bei ihren Fans bedanken, die heute noch einmal zahlreich gekommen sind, einen Sieg feiern können, das traditionelle Tor auch noch mitfeiern konnten in der Rapid-Viertelstunde. Und wieder mal qualifizieren sich die Rapidler für einen internationalen Bewerb. Da gehören sie auch hin als Vertreter von Österreich. In den letzten 8 Spielzeiten haben sie sich 7-mal qualifiziert für Europa, aber das wird einen Alexander Hauser in diesem Moment ganz wenig interessieren. Er steht bei Roland Streinz. Ja, jetzt ist das Gewissheit, was sich lange abgezeichnet hat. Alex, Ihre ersten Gedanken nach diesem Spiel? Ja, schade. Wirklich schade, weil wir wieder heute eine gute Leistung gebracht haben. Im Nachhinein leider zu spät, Anfang mit der Leistungssteigerung, mit der Serie. Ja, es ist einfach bitter. War eine schwarze Saison durch und durch. Ja, jetzt heißt es, nächstes Jahr Gas geben, wieder aufrichten über den Sommer und alles dafür da, dass wir so bald wie möglich wieder in der Liga sind, weil es ist doch aber sehr speziell oder ganz da halt im Hanabi ist aber super und ja, werde ich vermissen ein bisschen. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich wieder um sind. Das wird es denn nicht sein sollen, diese Saison? Ja, das sprengt wahrscheinlich die Sendezeit. Es waren viele Gründe. Ich glaube, jeder von uns angefangen, von oben bis unten, muss vor seinem eigenen Haustier kehren, muss sich hinterfragen, was falsch gelaufen ist. Das letzte Jahr, die Jahre davor, es hat sich ja doch schon die letzten 2 Saisonen abgezeichnet. Und ja, da heißt es ja einfach verbessern und dass das in Zukunft einfach nicht mehr passieren wird, dass wir, wenn wir wieder oben sind, dass wir einfach gefestigter sind. Sie sprechen von wieder oben, sofortiger Aufstieg, ganz klar die Devise, aber kein leichtes. Nein, auf keinen Fall. Also, was ich jetzt gehört habe, wenn wir das auch erst mit dem Verein erörtern, wie das Budget dann ausschaut für die nächste Saison, ob wir uns zuerst einmal konsolidieren in der Liga oder ob wir so ein Budget haben, dass wir gleich wieder aufsteigen können. Das entscheidet sich, glaube ich, über den Sommer. Aber egal, welche Mannschaft das machen, wie wir da stehen, natürlich will man als Wacker Innsbruck wieder auf in die Bundesliga. Innsbruck hat die Lizenz, die hat Mira noch nicht. Noch nicht, ja, das weiß man nicht, wie das ist. Wir haben ehrlich wirtschaftlich gut gearbeitet. Ja, das leider ist jetzt so. Was die anderen machen, wissen wir nicht. Admira hat sportlich eine gute Saison gespielt. Von denen her wäre es ihnen nicht zum Vergönnen. Aber wenn es wirtschaftlich nicht passt, ja, natürlich war ich dann auch froh, wenn wir in der Bundesliga bleiben. Danke. Es ist nicht so einfach. Frag nach bei Mattersburg, frag nach bei Altach, wie lange es dauerte, bis man wieder zurückkommt in die Bundesliga. Also ein Selbstläufer ist das auf keinen Fall. Aber vielleicht ist es nicht ganz so schmerzvoll, wenn man weiß, man verliert zwar heute die letzte Chance, man verliert dieses Spiel in Wien gegen Rapid, das auch gleichzeitig Wiener Neustadt gewonnen hat. Also ist es nicht so schlimm. Das sind einfach die nackten Zahlen, die am Ende zum verdienten Sieg von Rapid Wien heute gegen den FC Wacker Innsbruck geführt haben. Das war's von mir. Dankeschön und viel Spaß bei der weiteren Sendung.
Es ist soweit. Der FC Wacker ist aus der Bundesliga abgestiegen, zumindest sportlich nach der 0:2-Niederlage bei Rapid im Hanapi-Stadion. Also seit ein paar Minuten ist Innsbruck Absteiger und seit 6 Wochen ist Salzburg Meister. Alle Spiele, alle Tore der vorletzten Bundesliga-Runde dieser Saison. Eine Entscheidung steht heute in einer Woche noch aus. Die um Platz 3 nämlich. Hans Kankl, unser Experte. Salzburg ist verdient Meister. Ist Innsbruck auch ein verdienter Absteiger? Einen verdienten Absteiger gibt es nicht. Das ist das Traurige am Fußball, dass einer absteigen muss. Aber es hat sich abgezeichnet. Und auch, wie gesagt, es wäre ein Wunder gewesen, wenn Innsbruck Rapid geschlagen hätte im Hanapi-Stadion. Und das war nicht zu erwarten. Und daher müssen die Innsbrucker abschauen. Es ist schade, ein weiterer Traditionsverein, der sich verabschiedet aus der ersten Liga. Aber es ist nach diesem Frühjahr keine sehr große Überraschung. Ja, vor 44 Jahren hat Katja Epstein gesungen, Wunder gibt es immer wieder. Heute hat es ein solches, zumindest in Wien-Hütteldorf, für die Innsbrucker nicht gegeben. Die Ergebnisse der 35. Runde, der vorletzten Runde in der Bundesliga heuer, so sehen sie aus. Rapid also 2:0 gegen den Absteiger Innsbruck. Grödig besiegt die Austria 2:1 und bringt so richtig Zunder in den Kampf um Platz 3. Salzburg faked Ried im letzten Heimspiel dieser Saison 4:0 weg. Sturm Graz unterliegt Wiener Neustadt 1:2 und die Admira besiegt Wolfsberg 1:0. Der Blick auf die Tabelle, der SK Rapid ist fix Zweiter, Hans Krankl. Und nächste Woche geht es um den 3. Platz. Ich habe Sie vor den Spielen heute schon gefragt, wer die besseren Karten hat. Wer hatten die jetzt nach dem Königssieg gegen die Austria? Ja, jetzt ist das Gewissheit, was sich lange abgezeichnet hat. Alex, Ihre ersten Gedanken nach diesem Spiel? Ja, schade. Wirklich schade, weil wir wieder heute eine gute Leistung gebracht haben. Im Nachhinein leider zu spät angefangen mit der Leistungssteigerung, mit der Serie. Ja, es ist einfach bitter. War eine schwarze Saison durch und durch. Ja, jetzt heißt es eh, nächstes Jahr Gas geben, wieder aufrichten über den Sommer und alles dafür da, dass wir so bald wie möglich wieder in der Liga sind, weil es ist doch aber sehr speziell oder ganz da halt im Hanapi ist aber super und ja, werde ich vermissen ein bisschen. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich wieder um sind. Das hat es denn nicht sein sollen, diese Saison? Ja, das sprengt wahrscheinlich die Sendezeit. Es waren viele Gründe. Ich glaube, jeder von uns angefangen, von oben bis unten, muss von seinem eigenen Haustier kehren, muss sich hinterfragen, was falsch gelaufen ist. Das letzte Jahr, die Jahre davor, das hat sich ja doch schon die letzten 2 Saisonen abgezeichnet. Und ja, da heißt es einfach verbessern und dass das in Zukunft einfach nicht mehr passieren wird, dass wir, wenn wir wieder oben sind, dass wir einfach gefestigter sind. Sie sprechen von wieder oben, sofortiger Aufstieg, ganz klar die Devise, aber kein leichtes. Nein, auf keinen Fall. Also, was ich jetzt gehört habe, werden wir das auch erst mit dem Verein erörtern, wie das Budget dann ausschaut für die nächste Saison, ob wir uns zuerst einmal konsolidieren in der Liga oder ob wir so ein Budget haben, dass wir gleich wieder aufsteigen können. Das entscheidet sich, glaube ich, über den Sommer. Aber egal, welche Mannschaft das machen, wie wir da stehen, natürlich will man als Wacker Innsbruck wieder auf in die Bundesliga. Innsbruck hat die Lizenz, die hat Admira noch nicht. Noch nicht, ja, das weiß man nicht, wie das ist. Wir haben ehrlich wirtschaftlich gut gearbeitet. Ja, das leider ist es halt so. Was die anderen machen, wissen wir nicht. Admira hat sportlich eine gute Saison gespielt. Von denen her wäre es ihnen nicht zum Vergönnen. Aber wenn es wirtschaftlich nicht passt, ja, natürlich war ich dann auch froh, wenn wir in der Bundesliga bleiben. Man so gern die Klasse? Ich glaube nicht. Der Haus hat das sehr, sehr anständig alles dokumentiert. Und ich glaube, kein Spieler will das sich zu erfreuen, dass man bleibt, weil Admira das nicht kriegt. Admira hat das sportlich geschafft und hätte das auch verdient. Man muss nur hoffen, dass die das alles in Ordnung bringen, diese Lizenz. Dann ist das so etwas mit Sport. Es ist viel schöner im Sport, wenn es mit sportlichen Dingen zugeht, wenn nicht etwas entschieden wird, dass einer hat nicht die Lizenz und deswegen bleibt dieser Verein dann oben, ein anderer. Also es ist besser, dass sportlich alles so entschieden ist, wie es jetzt war und dass es so bleibt. Innsbruck muss runter, Florian Klausner. Was bedeutet das, dass man jetzt Gewissheit hat? Ja, jetzt haben wir das erste Mal richtig Gewissheit, dass wir es nicht schaffen oder dass wir nicht die Liga halten, ist natürlich sehr, sehr bitter.
Aber ja, ist leider so. Wir haben es nicht geschafft, dass wir jetzt in 35 Runden und ab nächster Woche in 36 Runden 9. sind. Also wir haben zu wenig Punkte und da hat man es nicht geschafft, dass man in der Liga bleiben darf. Und so sind die Regeln und leider müssen wir den Weg in die zweite Liga machen. Wenn man die letzten Runden betrachtet, an der Qualität hat es nicht gelegen. Woran? Ja, ich glaube, dass wir zu spät an uns selber geglaubt haben. Also ich glaube, wie schon gesagt, also in den letzten Runden, wenn man an denen es nicht gelegen, auch am heutigen Spiel ist nicht gelegen. Ich glaube, dass die Mannschaft wieder gezeigt hat, was sie kann. Aber ja, leider ist es halt zu spät gekommen. Der Sieg gegen Ried, das war halt vielleicht 2-3 Runden zu spät. Sonst wäre es nochmal ganz, ganz spannend geworden. Jetzt 100% Planung für die erste Liga oder schaut man noch in Richtung Südstadt zu Admira? Die haben noch keine Lizenz. Nein, also 100% Planung in zweite Liga oder erste Liga, Entschuldigung. Und ja, was dann lizenztechnisch passiert, wissen wir spätestens am 31. Mai. Aber das können wir nicht beeinflussen und das habe ich im Endeffekt sehr, 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 sehr weit in meinem Hinterkopf hinten drin. Also, aber ich plane komplett für die zweite Liga. Ja, schon zweigleisig, länger geplant, ganz klar. Wie schwierig ist es, gleich wieder raufzukommen? Nein, ich sag, gleich wieder raufkommen, von dem braucht man gar nicht reden. Also man sieht die letzten Beispiele, Mattersburg und Kapfenberg, wie schwierig das ist, eine Mannschaft zu formen, dann, die was dann in der zweiten Liga dementsprechend gut mitspielen kann. Ich glaube, dass wir sicher für gewisse Spieler interessantes Pflaster sind für die zweite Liga, weil wir sind ein Traditionsverein, wir haben viele Zuschauer. Wir können auch, wenn es läuft, in der zweiten Liga sehr, sehr viele Zuschauer haben und haben ein super Stadion. Aber natürlich mit denen allein spielt man nicht Fußball. Es wird sehr, sehr schwierig. Wir müssen schauen, dass wir nachhaltig was aufbauen und dass man dann wieder gestärkt in die Bundesliga zurückkommt. Florian Klausen, ein interessanter Mann dieser Saison bei den Innsbruckern, hat als Trainer begonnen für den damals gesperrten Roland Kircher, wurde dann zum Sportdirektor befördert, ist jetzt abgestiegen, hat gemeint, Innsbruck habe zu spät an sich geglaubt. Unterschreiben Sie das? Absolut, ja. Absolut richtig. Das hat auch was mit Kircher zu tun, dass man nicht an sich geglaubt hat, während Roland Kircher noch Trainer dort war? Ja, der Kahn war total verfahren. Zuerst ist der Roli Kircher, hat den Verein gerettet, dann haben sie nicht mehr den Kircher gehabt, haben den Streiter geholt. Der Michi Streiter hat müssen den Verein übernehmen mit dem Kader. Die Spieler, die sie geholt haben, waren sicherlich nicht die richtigen oder nicht gut genug. Also es hat bei denen, so wie er auch gesagt, es hat von vorne bis hinten nicht gepasst, daher der Abstieg. Und er hat vollkommen recht, was man sagen muss, ganz einfach. Jetzt wird es ganz schwierig, hier den Wiederaufstieg sofort zu schaffen. Das wird sehr schwer, weil die finanzielle Situation in Innsbruck ist sicherlich nicht sehr gut. Man weiß nicht, welche Spieler bleiben, welche Spieler man halten kann, welche Spieler man halten will. Und man muss eine Mannschaft formen, die in der zweiten Liga, sprich erster Liga bei uns, hier spielen muss und den Wiederaufstieg schaffen soll. Und da haben sie genug starke Gegner und es ist sehr, sehr schwierig, hier eine Mannschaft so zusammenzustellen, dass sie sofort wieder um den Aufstieg spielen kann. Und dann auch natürlich den Aufstieg schafft. Also. Ja, Abschied nehmen vom Hanapi-Stadion. Heute nach 37 Jahren höchstwahrscheinlich das letzte Pflichtspiel. Abschied nehmen aber auch von Christopher Trimmel und auch von Branko Boskovic. Der Montenegriner wechselt wohl in seine Heimat. Und Christopher Trimmel geht in die zweite deutsche Liga zu Union Berlin. Zum Spiel. Der FC Wacker mit großen Personalsorgen. 8 Ausfälle. Auch Roman Wallner konnte wegen Oberschenkelproblemen nicht mitspielen. Und nach 20 Minuten Ausfall Nummer 9. Der Teamspieler Lukas Hinterseer konnte nicht mehr. Musste von Wacker-Trainer Michael Streiter ausgewechselt werden. Bright Edomwonji ersetzt ihn. Der FC Wacker nach 10-15 Minuten selbstbewusster, auch mit ein, zwei guten Offensivaktionen. Vjanicnik und Edomwonji mit einer Fastmöglichkeit. Christopher Dibon war da aufmerksam. In dieser Phase die ein oder andere Aktion auch möglicherweise strittig, wie hier. Edomwonji gegen Sonnleitner, der Rapid-Innenverteidiger, macht das nicht wirklich souverän. Stellt da seinen Körper gegen Innsbrucks Stürmer, aber für Schiedsrichter Dominik Oschan zu wenig, um hier einen Foul und damit auch einen Strafstoß zu geben. Danach Rapid mit mehr Esprit im Spiel nach vorne und auch mit mehr Durchschlagskraft. Schimpelsberger gegen Vjanicnik noch mit der Flanke und dann ist es Terence Boyd, wer sonst, mit dem Führungstor. Nach einer guten halben Stunde das 1:0 nach der ersten wirklichen Möglichkeit für die Wiener. Zweite Torvorlage von Schimpelsberger, 14. Saisontreffer von Terence Boyd. Einmal mehr zeigen sich da auch Schwächen in der Tiroler Defensive.
keine Abwehrmöglichkeit für Goalie Wolfgang Schober. Und die Rapidler haben dann auch noch unmittelbar vor der Pause die Möglichkeit aufs zweite Tor. Hofmann im Zusammenspiel mit Burgstaller. Und dann ist es auch Burgstaller mit der Möglichkeit, die er da auslässt. Das wäre quasi mit dem Pausenpfiff das 2:0 gewesen. Innsbrucks gesperrter Goalie, Sabolt Schaffer, interessierter Zuseher im ausverkauften Hanabi-Stadion. In der zweiten Hälfte der FC Wacker wieder mit einer recht guten Anfangsphase. Edom Wonji auf Milosevic, vorbei an Schimpelsberger und dann ist es Jan Novota, der in seinem 50. Bundesligaspiel den Ausgleich verhindern kann. Aber das war's dann mit der Innsbrucker Offensive. Danach Rapid erstmals nach 58 Minuten in der zweiten Hälfte wirklich gefährlich durch Beuth. Aluminiumglück für die Tiroler, Pech für den US-Amerikaner. Ausgangspunkt Widra, Zuspiel von Burgstaller und Beuth einfach Pech. Wenige Augenblicke später, ein Zweikampf im Strafraum der Tiroler. Schilling gegen Beuth, auch hier gibt es keinen Strafstoß von Schiedsrichter Oschan. Beuth arbeitet, Schilling auch sehr heftig, sehr extrem, aber Beuth will hier den Strafstoß und aufgrund des Spiels insgesamt der Anlage geht das dann wohl auch in Ordnung, dass hier das Spiel weitergelaufen ist. Nochmals Rapid mit weiteren Möglichkeiten und auch mit einem entscheidenden Tor durch Marcel Sabitzer, 83. Minute, 7. Saisontreffer durch Sabitzer. Schaub kam für Hofmann nach einer guten Stunde und wir sehen Sabitzer einfach draufgehauen durch die Beine, chancenlos letztlich dann Schober das 2:0. Am Ende beinahe noch ein dritter Treffer durch Dominik Widra, sowas das zweite Aluminium für Rapid an diesem Nachmittag. Insgesamt also ein nicht unverdienter Arbeitssieg für Rapid. Das 10. Spiel in Folge ungeschlagen und damit fix Vizemeister und natürlich auch fix im Europacup. Und auf der anderen Seite der FC Wacker Innsbruck. Es ist also amtlich, der Abstieg ist besiegelt. Es ist wohl eine Folge vieler, vieler Managementfehler der Tiroler in den letzten beiden Saisonen. Und es ist der 4. Abstieg in der Bundesliga-Geschichte. 1979 der erste, damals noch mit Spieler Josef Hickersberger und dann in den letzten Jahren 2002 als Meister, der Lizenzentzug 2008, der letzte Abstieg und eben jetzt 2014. Und Innsbruck muss runter, nicht aufgrund der letzten Runden, nicht aufgrund von heute. Warum eigentlich? Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Es hat seine Gründe, dass wir einfach jetzt den Gang in die zweite Liga gehen müssen. Das haben wir jetzt nicht nur, das hat jetzt nicht nur die letzten 5-6 Runden schuld, sondern das hat sich einfach über die ganze Saison hinweggezogen wie ein roter Faden. Weil es hat einen Grund, dass wir so oft unentschieden gespielt haben und auch einfach keine Siege eingefahren haben. Und wenn du dann einfach nach 36 Runden oder wie jetzt nach 35 Runden theoretisch keine Chance mehr hast, da einen 9. Platz zu erreichen, dann bist du einfach verdient Letzter. Und ja, die Zeit der Ausreden ist sowieso schon lange vorbei, aber jetzt müssen wir damit leben und damit umgehen lernen. Und ja, es ist einfach nur schade für den österreichischen Fußball, dass Wacker Innsbruck jetzt runtergehen muss. Was hat denn insgesamt gefehlt? War es die Qualität oder hat es doch einige andere Faktoren noch gegeben? Ich glaube, von der Qualität her überhaupt nicht, weil wenn man gesehen hat, die letzten 3-4 Partien, hat man gesehen, dass wir auch wirklich gut Fußball spielen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Admira oder Neustadt, dass die von der Qualität her so viel besser sind als wir. Das hat andere Gründe. Wir waren vielleicht auch vom Kopf her nicht so reif, dass wir teilweise Spiele, wo wir schon geführt haben, und dass wir die einfach nicht rüberbringen. Und das ist halt einfach der Grund, dass wir dann am Schluss absteigen. Wie geht es Ihnen damit, als Tabellenletzter den Club zu verlassen als Absteiger? Ja, scheiße. Ja. Ich glaube, das will keiner, den Club verlassen und ein schlechtes Bild hinterlassen. Aber trotzdem, ich habe alles gegeben, immer für den Verein. Wo schon klar war, dass ich nicht da verlängern werde, habe ich trotzdem noch mein Bestes gegeben. Und ich denke, ich kann mir trotzdem nichts vorwerfen. Wenn irgendwer was anderes sagt, dem kann ich gar nicht zustimmen. Und ja, ich hoffe, dass der Verein so schnell wie möglich wieder den Weg in die erste Liga findet. Und Sie können uns heute und hier bestätigen, dass Sie zum FC Ingolstadt wechseln werden. Nein, noch nicht. Also das ist jetzt bestätigen nur noch gar nichts. Aber alle Zeichen stehen in diese Richtung. Einige Zeichen, ja doch. Also was fehlt noch? Nur mal die Unterschrift?
Ja, also ich kann schon sagen, ich habe schon unterschrieben, aber es sind eben schon, wie gesagt, ein paar persönliche Gründe hat es noch, wo wir es noch nicht verkünden können. Seid alle schon ziemlich nah dran und es ist schon alles recht. Ich kann es nicht verkünden, also offiziell machen leider. War das jetzt inoffiziell oder war das offiziell, was Lukas Hinterseer gesagt hat? Inoffiziell. Nur inoffiziell. Nur inoffiziell. Aber dieser Mannschaft, die Sie angesprochen haben, dieser neu zu formierenden Mannschaft der Innsbruck in der nächsten Saison in der zweiten Liga, wird er nicht angehören? Nein, sicher nicht. Was macht Hoffnung den Innsbruckern? Es ist, haben wir schon von Martin Konrad gehört, der vierte Abstieg in die zweite Liga in der Innsbrucker Vereinsgeschichte. Der dritte in den vergangenen 13 Saisonen. Einer davon war übrigens wirtschaftlicher Natur. Aber, und das habe ich gemeint, Hans Krankl, das macht gut. Bisher immer nach zwei Saisonen in die Bundesliga zurückgekehrt. Noch zwei. Ja, aber sie wollen natürlich noch eine Saison. Aber das ist so. Vielleicht nicht unbedingt. Es gibt ja dieses Konsolidierungsjahr. Naja. Sie wollen natürlich umspielen und Wacker Innsbruck ist eine Mannschaft, die ganz einfach in die oberste Liga in Österreich gehört. Das ist ein Traditionsverein und die gehört nach oben. Meiner Meinung nach gehören sie nach oben. Und es ist ihnen nur zu wünschen, dass es vielleicht früher gelingt. Es ist nicht an heute gelegen, es ist nicht an den letzten Runden gelegen, warum Innsbruck absteigen muss, Michael Streiter. Woran ist es gelegen? Es ist natürlich schwierig zum analysieren jetzt nach dem Spiel. Wenn man in die Tabelle reinschaut, haben wir unheimlich viel X gespielt. Ja. Im Herbst, heuer, im Frühjahr. Ich denke, dass uns diese X, wo wir immer wieder mal geführt haben, auch zu Hause, wo wir es nie drüber gebracht haben, ob das grödig war, auswärts. Wenn ich jetzt von meiner dreimonatigen Arbeitszeit rechnen kann oder Rapid zu Hause in 88 sind Ausgleich. Wenn du diese Dinge drüber bringst oder diese Spiele drüber wartet, dann hätten wir vielleicht nur heute eine Chance gehabt. Und da bin ich wirklich einer Meinung, dass der Abstieg nicht mit heutigem Spiel zustande gekommen ist, sondern ja, mit mehreren Dingen. Wie geht es Ihnen jetzt damit, eben zu wissen, dass man aufsteigt, die Gewissheit zu haben? Ja, schon etwas leer. Natürlich auch traurig. Ich möchte mich unheimlich bedanken für die Fans, die was, trotzdem nur zahlreich ins Stadion gekommen sind, die was uns begleitet haben bei dem schweren Spiel auswärts. Aber es hat immer schon meine Mutter gesagt, und Ding, es hat alles einen Sinn im Leben und jetzt müssen wir durch, da müssen wir neu aufbauen, einen Neuanfang starten und dann müssen wir schauen, dass wir stabiler und stärker zurückkommen als wir jetzt zuvor. Oft weiß man erst viel später, warum es so war, warum es einen Sinn ergibt. Wir beamen uns in die Zukunft. Warum ergibt das alles einen Sinn? Weil man doch, glaube ich, heute auch wieder ein sehr anständiges Spiel absolviert haben, trotz der einigen Ausfälle, ja, vier in der Zahl, die letzte Woche dazu beigetragen haben, dass man sehr gute Spiele absolviert hat und generell eine Richtung vorgegeben haben, auch vom Verein aus, was letzten Jahre nie passiert ist. Ja, wir haben die Lizenz innerhalb kürzester Zeit gekriegt, mit keinen Auflagen oder sonst irgendetwas. Die hat Mira noch nicht. Besteht da noch Hoffnung? Ja, wenn es das eine, ich wünsche mir nur eine richtige Lösung und keine österreichische, weil die haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehabt mit verschiedenen Vereinen. Ich denke, dass da einfach die Bundesliga gefordert ist. Natürlich akzeptieren wir das, dass sie es schon sportlich geschafft haben, aber wie gesagt, wenn es halt Auflagen gibt und man erfüllt die in Jahren nicht, dann sollte man mal eine richtige Lösung finden und nicht immer das Österreichische zuerst was dazunehmen, wegnehmen und wie auch immer. Werden wir sehen, was da rauskommt. Ja, Innsbruck und Wiener Neustadt, die bisherigen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Beide haben in dieser Saison 17 Mal verloren, nur Innsbruck hat 13 Mal unentschieden gespielt und 5 Mal gewonnen. Wiener Neustadt 9 Mal gewonnen, 9 Mal unentschieden. Ist genau das der Unterschied? Genau. Deswegen hat es Wiener Neustadt geschafft und Innsbruck nicht. Rapid hat mit dem Heimsieg gegen FC Wacker Innsbruck, Hans Krankl, den zweiten Platz fixiert. Wir schauen noch einmal auf den zweiten Treffer des heutigen Abends. Marcel Sabitzer hat ihn erzielt und das war dann auch wohl die Entscheidung in dieser Partie gegen FC Wacker Innsbruck. Welche Leistung hat dem SK Rapid heute gereicht, um Wacker zu schlagen, Hans? Ein normaler Arbeitssieg. Innsbruck war eigentlich aus dem Spiel heraus gut. So wie der Streiter gesagt hat, waren eigentlich gut, aber viel zu wenig torgefährlich und eigentlich nicht hundertprozentig von sich selbst überzeugt. Rapid hat heute eine durchschnittlich gute Leistung genügt, um zu gewinnen. Ein Arbeitssieg sozusagen, war genau. Die Bilanz in letzter Zeit, die stimmt für den SK
Rapid. Wir warten noch auf die Stimme des Rapid-Trainers, können aber auch grafisch, wenn Sie möchten, untermauern, dass es beim SK Rapid in der letzten Zeit in diesem Saisonviertel Nummer 4 so richtig gut läuft. 7 Siege aus den letzten 9 Spielen wurden gefeiert. Heute der 16. Saisonsieg. Zuletzt waren es vor 4 Jahren mehr in einer Saison und das beste Team im 4. Saisonviertel mit 20 Punkten. Schlussspurt zum Vizemeister steht da. Ich könnte auch sagen, Platz 2 am Saisonende verdient. Ja, absolut verdient. Diese Bilanz schaut sehr gut aus und ist auch verdient. Und deshalb ist auch für Rapid der 2. Platz verdient. Und jetzt die Stimme des Trainers Zoran Barisic nach dem Sieg gegen FC Wacker im Gespräch mit Roland Strenz. Sieg gegen Innsbruck, Platz 2 in der Tabelle fixiert. Gratulation, Zoran Barisic. Heute alles vom Feinsten in Wien-Hütteldorf. Ja, meine Mannschaft hat ein tolles Spiel gezeigt. Kulisse war fantastisch, unsere Fans waren fantastisch. Ja, der einzige Wermutstropfen war, dass wir nicht noch mehr Tore geschossen haben. Aber ich glaube, mit der Leistung können heute alle zufrieden sein. Kann man die Saison jetzt insgesamt schon als sehr positiv bewerten? Würde ich meinen, ja. Würde ich schon sagen. Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, wie wir gestartet sind und wo wir am Ende stehen, würde ich sie als sehr positiv bezeichnen. Ja. Kader stark, wird vielleicht noch stärker, schaut alles auch für kommende Saison schon recht positiv aus. Müssen wir abwarten. Es kann ja einiges passieren. Würde natürlich gerne mit diesen Jungs da weiterarbeiten. Aber ja, es gibt natürlich Vereine, die interessiert sind an unsere Jungs und es gibt Manager, die unsere Jungs irgendwo woanders verfrachten wollen. Aber im Grunde genommen sind wir erst am Anfang unseres Weges und diesen sollten wir kontinuierlich auch weiter fortsetzen.